Da ist dann noch mein Poliertuch und mein Staubwedel. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen soll. Wie könnte ich sonst Herrn Sonne polieren oder Frau Mond abstauben? Darum sind das alles meine Lieblingssachen. Ich glaube, deine allerliebste Lieblingssache ist deine Belohnungstafel. Dort trägst du ein, welche Aufgaben wir erledigt haben. Na gut, Baba Blau. Was ist deine Lieblingssache? Meine Lieblingssache ist... Regen, Regen, Regen! Meine Lieblingssache ist mein Werkzeug. Ohne das Werkzeug könnte ich gar nichts machen. Ohne meinen Hammer könnte ich das Tor nicht reparieren. Alles repariert! Erinnert ihr euch noch, als Bobo mein Werkzeug ins Heufeld fallen ließ? Bobo, helfen! Nein! Zum Glück hatte ich meine Wolkenangel, um alles wieder herauszufischen. Zieht, Wolkenkinder! Dollar! Das war ein Spaß. Mir hat deine Regenbogenskulptur so gut gefallen. Sie war wirklich schön. Perfekt. Und wie Herr Sonne das Kunstwerk angeleuchtet hat und es in allen Regenbogenfarben strahlte. So schön. Es ist eine Regenbogenlichtskulptur. Ja, ich habe so viele Lieblingssachen, aus denen ich mir was aussuchen kann. Aber ich glaube, mir gefällt mein Himmelsfernrohr am besten. Ich benutze es, um Wolken zu suchen. Komm mit! Und dann treibe ich sie zusammen. Gut, Regenwolken. Ihr habt genug gespielt. Jetzt müsst ihr regnen. Los, treiben wir die Regenwolken zusammen. Jiha! Ich jage sie. Ja, du jagst wirklich gerne die Wolken durch den Himmel. Nicht wahr, Baba Blau? Was ist eigentlich deine Lieblingssache, Bobo? Regenbirnen! Ja, das war klar. Also ich glaube, meine besondere Lieblingssache ist meine Tasche. Denn ich sehe sehr schön aus, wenn ich sie umhabe. Obwohl ich jeden Tag meinen schönen Farbkasten benutze, um einen Regenbogen anzumalen. Und um Bilder zu malen. Ja, stimmt. Das ist meine Lieblingssache.